Die Siedlerreihe geht in die nächste Runde und schlägt mit Die Siedler, Königreiche von Anteria ein neues Kapitel auf. Wie schon in den legendären Vorgängern baut man auch in Die Siedler, Königreiche von Anteria seine eigene Stadt auf und optimiert seine Warenkreisläufe, Wuselfaktor garantiert. Wir waren genau darum für euch in Düsseldorf und haben uns den Titel selbst ansehen dürfen. Die Produktion befindet sich übrigens aktuell noch in der Alpha-Phase und das Ingame, was ihr hier seht, entspricht nicht der finalen Version des Spiels. Anders als in den Vorgängern habt ihr diesmal nur eine Stadt, die ihr immer weiter ausbauen könnt. Eine weitere Änderung gibt es in Sachen Produktionsketten, denn diese werden jetzt manuell angelegt. Wieso das so ist und was es für Vorteile hat, erzählt euch jetzt Guido Schmidt, Lead Game Designer von Die Siedler, Königreiche von Anteria. Bei den früheren Siedlerspielen war immer das Problem, irgendwann hat man nicht mehr verstanden, warum funktioniert jetzt was wie nicht mehr? Warum kommen die Waren von da drüben hier nicht an? Was ist das Problem? Vor allem, wenn man dann zwei Tage später sich wieder rangesetzt hat und dann so, was geht hier ab? Ich verstehe gar nichts mehr. Deswegen haben wir eben diese extra Kontrollebene noch hinzugefügt, dass der Spieler immer die Übersicht hat über seine ganzen Produktionsketten. Das ist am Anfang des Spiels vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, weil ich halt die Verbindungen selber machen muss. Aber langfristig wird das auf jeden Fall definitiv eine bessere Übersicht und eine bessere Kontrolle über die Wirtschaft bieten. Eine weitere Innovation ist der Adventure-Modus, ein RTS-Kampf, in dem man Champions taktisch durch spannende Schlachten steuern muss. Es gibt zurzeit 4 Champions, den Ritter als Tank, die Kriegerin für den Nahkampfschaden, den Magier für die Heilung und die Bogenschützin für die Distanzangriffe. Aber wie bekommt man diese Champions eigentlich? Das funktioniert halt hauptsächlich auch über den Technologiebaum. Das heißt, da investieren wir ja unseren Ruhm und unsere Ehre in dem Reich des Hochkönigs. Und dort die Fraktionen, die dort eben ansässig sind, die stellen uns dann eben diese Technologien und diese Champions zur Verfügung. Und wenn wir das dann mal freigeschaltet haben, dann können wir eben ein Hauptquartier bauen. Und jedes Hauptquartier ist quasi repräsentiert einen Champion. Da können wir dann eben das Kriegerhauptquartier bauen, da steht dann die Kriegerin davor oder das Windcamp. Da haben wir dann die Bogenschützin davor und da kann man dann für jeden Champion-Typ, den es gibt, hat man dann halt ein eigenes Gebäude. Seine Champions kann man natürlich auch weiterentwickeln und skillen. Außerdem gibt es auch ein Crafting-System, wo man für die Champions verschiedene Dinge für den Kampf herstellen kann. Zum Beispiel kann man neue Ausrüstung, Einheiten, die einen Champion begleiten oder Geschütztürme wie Ballistas craften. Außerdem wird man auch Buffs für Produktionsketten, Ressourcen und vieles mehr craften können. Es gibt über 2000 Rezepte, die man bekommen und finden kann. Wir wollen aber nochmal mehr zum Kampfgeschehen selber kommen. Wie genau läuft der Adventure-Modus ab und wie haben die Entwickler ihn angelegt? Haben wir uns halt für einen RTS-Action-Modus entschieden. Wir wollten halt da dem Spieler auch eine taktische Tiefe bieten und haben da auch besonders Wert drauf gelegt, dass es jetzt halt nicht dieses ganz schnelle Gameplay ist, wo man dann ganz viel und ganz oft klicken muss, sondern hier soll auch wirklich die strategische Vorbereitung eine große Rolle spielen und auch die Qualität der Entscheidungen wichtiger sein als die Quantität. Diese Kämpfe lassen sich natürlich auch im Koop spielen. Es gibt insgesamt 4 Heldenslots, die sich auf bis zu 4 Spieler aufteilen lassen. Man lädt seine Freunde ein, wählt eine Mission aus und legt direkt los. Jeder Spieler erhält die Belohnung einer jeden Mission und bekommt zusätzlich im Koop-Modus noch einen kleinen Extra-Bonus obendrauf. Kommen wir aber zur Story des Spiels. Gibt es überhaupt eine Story? Wir haben eine Geschichte, die wir erzählen und da geht es halt wirklich so ein bisschen darum, was ist denn in diesen ungezähmten Landen passiert. Also der Hochkönig schickt uns ja dahin, damit wir eben diese ungezähmten Lande zähmen und dort erforschen, was ist denn dort passiert. Und da wird der Spieler halt auch ein bisschen kennenlernen, dass hier zum Beispiel schon mal eine Zivilisation vorher war. Und dann wird es im Grunde ein bisschen darum gehen, so ein bisschen wie dieses Atlantis-Thema. Was ist mit denen passiert? Was ist hier los? Warum werden die Kreaturen, die wir treffen, immer abgefahrener? Und so ein bisschen diese Mystery-Elemente, die werden wir dann so dem Spieler so nach und nach dann nahebringen. Das waren die ersten Details zum neuen Siedler-Titel, der einen überraschend frischen Mix bietet und durch viele neue Elemente einen tollen ersten Eindruck machte. Allzu lange warten müssen wir übrigens auch nicht mehr, denn die Siedler Königreiche von Anteria soll noch dieses Jahr erscheinen. Weitere Infos folgen in Kürze.